Strahlende Kindergesichter hat es am Morgen im Landesmuseum Württemberg im Stuttgarter Alten Schloss gegeben. Diese Gruppe des Kinderhauses St. Martin aus Stuttgart ist zusammen zum 50.000. Besucher der Mitmachausstellung Die Ritter leben auf der Burg ernannt worden. Die Museumsdirektorin Cornelia Ewigleben gratulierte den kleinen Museumsgängern. In der Ausstellung können die Kinder erfahren, wie sich das Leben früher auf einer Burg abgespielt hat. Die Ausstellung ist noch bis zum 8. April geöffnet. Und nun zu weiteren Meldungen, wie gewohnt kurz und kompakt zusammengefasst.